Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 13.07.2021. Und unser DAX ist weitergeklettert. Ist hier auf schwindelerregender Höhe, so hoch wie er noch nie gewesen ist. Neue Rekorde gebildet und muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er halt das stehen kann. Ne? Wir hatten hier ein bisschen drüber gesprochen, dass das jetzt genau die Zone eben ist, wo auch ein möglicher Fehlausbruch noch entstehen könnte, so 87 bis 820. Aber das sieht so stabil aus. Da bin ich sehr gespannt, was das wird. Wir haben jetzt den Dienstag stehen, Turnaround Tuesday. Ich denke, das kennt jeder. Muss allerdings sagen, dass der DAX für den Turnaround Tuesday so rum eigentlich nicht so die Skills hat. Ne? Also unser DAX kann sehr gut einen Turnaround Tuesday machen, wenn der Montag schwach war und er fällt dann weiter am Dienstag und dann dreht er sich so am Vormittag rum. Das kann er ganz gut. Das hat er richtig auf dem Kasten. Aber wenn der Montag so über nach 10 Uhr noch weiter nach oben getrieben hat oder neue Hochs dann irgendwie wieder reingebringen konnte und der treibt über dieses Morgenniveau drüber, das sieht man sehr selten, dass der DAX da einen richtigen Turnaround hinkriegt. Das heißt, es wird jetzt hier ein kleines Kunstspiel, was natürlich eher das Risiko auf der Oberseite schon hat. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also bevor da nicht irgendwo harte rote Stundenkerzen kommen, da sollte man aufpassen, dass man nicht zu viel Engagement auf der Short-Seite bringt. Ne? Dass momentan sehr, sehr viele stark zu verleitet werden, Short zu gehen. Das sehen wir. Ne? Ich hatte euch auch dazu von erzählt, dass bei uns die ersten hier angefangen haben, im Minus immer wieder nachzukaufen und sowas. Vielleicht war das schon ein bisschen kontraindikativ, der Signalgeber, dass oben raus ist. Aber wenn er mich fragt, persönlich, halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir einen Fehlausbruch kriegen. Mir persönlich, also auch aus den übergeordneten Zeiteinheiten, wenn wir wirklich höher gehen, im Wochenchart gehen, Monatschart gehen, es riecht es mir schon danach, wie als dreht das sich jetzt rein. Wir sind kurz vor den saisonal schwachen Monaten, August, September. Ich meine, klar ist das jetzt ein Zeitfenster, wo nicht viele mit rechnen, wo er sich schön durchwühlen kann. Ne? Und das macht er gerade gerne. Aber ich könnte mir trotzdem das gut vorstellen, dass wir einen Fehlsignal kriegen hier oben und dass er auch wieder die neuen Hochs nicht halten kann. Wie schon die ganze Verkeilung hier, nicht? Ne? Hat er auch jedes neue Hoch immer wieder abverkauft. Und ich könnte mir das zum Dienstag gut vorstellen. Allerdings bin ich noch nicht so ganz schlüssig, wie ich es anstellen will, weil es vom Timing her ungünstig gelegt ist. Wie gesagt, der Dienstag, der ist nicht prädestiniert dazu, einen grünen Montag umzudrehen. Er hat die letzten Wochen sehr oft überrascht und sehr oft auch die Dinge gemacht, die nicht so, oder sag mal, er hat eben nicht das Offensichtliche gemacht. Ne? Er hat die letzten Wochen jetzt mal zum Montag tatsächlich eben auf der Oberseite gewirkt, ne? Ein Kaufsignal bestätigt. Das ist selten, haben wir die ganzen letzten Wochen nicht gesehen. Hat sich hier jetzt über dieses Bewegungsbild drüber gestellt. Da hat man, glaube ich, hier die zwei Kästchen angelegt. Da haben gesagt, da sollte man ein bisschen aufpassen im Bereich um 87 rum. Das ist so die Zone, wo er genau steht. Aber wenn er das übertreibt, na, dann stehen wir hier relativ schnell auch über einer 16.000, ne, 16.100. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen weiter denken und weiter gucken, hätte der DAX durchaus die Potenziale eben noch auf diese 15.49, die ja schon längst überfällig ist, die 16.20 und dann hier oben auch so die 16.120. Das wäre so eigentlich neben der 49 für mich so das zweitinteressanteste Ziel auf der Oberseite, was man anpeilen könnte, sollte, wenn der DAX hier weiter stabil und ruhig bleibt. Ja, also der ist jetzt hier raus, hat ein neues Allzeithoch, das ist ein Kaufsignal, er hat sich sehr ruhig gezeigt, das Marktumfeld passt momentan. Ja, es ist nicht so, dass der S&P, Dow Jones und Nasdaq hier brachial blutige rote Wochenkerzen wegschrubben, die sind auch alle relativ gut auf den Allzeithochs, haben auch teilweise jetzt zum Montag ebenso neue Allzeithochs gesetzt. Ne? Von daher, das Marktumfeld passt auch, um hier weiterzuziehen. Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass er vielleicht ja, eigentlich bin ich, ja, wie soll ich denn sagen, ich bin für den Dienstag tatsächlich ein bisschen, möchte ich sagen, zurückhaltend einfach. Ne? Ich bin, weil ich einfach gespannt bin. Ich habe nicht so richtig die Idee, wie er das machen will zum Dienstag. Wird einfach versuchen, reaktiv auf das zu reagieren, was er macht. Und vielleicht hilft euch das auch einfach darüber so ein bisschen zu sprechen. Weil wenn der nämlich hier einfach seitwärts bleibt oder der arbeitet weiter hoch und bleibt hier so träge und ruhig, wie das jetzt eigentlich zum Montag war, ne, dieses ganz konstante Ansteigen, mal ein bisschen flach zurückkommen, dann aber wieder auftreten. Wenn wir das zum Dienstag sehen, glaube ich, kann der durchaus bis 15.49 schon gehen. Dort würde ich erwarten, dass er erstmal gegenarbeitet, einen kleinen Rücklauf bringt. Im Zweifel kann der sogar bis 18.830 runterkommen, aber
das wird er nicht machen. Dafür hat er die Leute zu sehr gegen sich. Ja, er wird wahrscheinlich dort eher seitwärts einfach klemmen bleiben, dass er sich dann stückchenweise noch in die 16.000 hochfrisst und die ganzen K.O.s dort rausreißt. Ne? Also auch von uns, der eine K.O., den wir ja ganz vor Wochen 16.150 damals mit K.O. reingestellt hatten, der ist ja mit dem K.O., ist ja bei K.O. scheint so, die K.O.-Schwelle passt sich ja dann einfach an, ne? Das, die CFD-Leute kennen das, dass das Rob, der rausgebucht wird, ja, die Finanzierung letztendlich, und im K.O.-Schein variiert dann die K.O.-Schwelle, die dann runterrutscht, und die ist jetzt auch schon so um die, von dem einen K.O.-Schein, der hier drin steht, so knapp um die 16.000 rum, bisschen da höher, und das könnte ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass er da einfach rausruft. Nicht nur unser Schein, da liegen ganz andere, ne? Relativ viele, die er dort wegholen könnte, und das wäre so oberseitig das Spielfeld, was ich ihm noch gebe. Das heißt, wenn ich sehe, der ist stabil, der ist ruhig, und der macht jetzt erstmal so weiter, wie das, was am Montag kam. Ne? Dieses Seitwärtsschieben zum Abend hin, das ist jetzt nicht unbedingt ein Schwächesignal halt. Ne? Sowas antwortet er gerne mal einfach dann mit weiter hoch. Vielleicht sogar ein kleines Aufwärtsgap hier würde zumindest der Situation ganz gut entsprechen. Die meisten reagieren auf sowas halt, die stellen sich gerne dagegen. Und der hat jetzt so lange die Leute heiß gemacht, der wird die bestrafen. Ob das oben ist, wird sich jetzt zeigen. Ne? Oder ob er jetzt komplett von oben bis unten an einem Stück durchzieht, innerhalb von 2-3 Tagen, ohne irgendwelche Rücksätze zu bringen. Man wird es sehen. Aber jetzt ist erstmal, so ein bisschen wie wir das gestern gesagt haben, jetzt ist erstmal das Risiko gerade ein bisschen oben, dass er da durch kann. Und solange er jetzt unten eben keine Kontersignale bringt und nicht bestätigt, dass er wegbricht, ne, wo wir gesagt haben, so unter 55, dann sollte man auf jeden Fall umklinken. So würde ich jetzt hier auch rangehen. Ja, und sagen, solange ich da jetzt nicht sehe, was gegen den Angeklagten spricht hier, dann soll er im Zweifel erstmal weiter steigen halt. Ne? Dann lass man erstmal da noch ein bisschen. Und das würde, wie gesagt, eben Spielraum bis 49 geben am Dienstag. Und vielleicht sogar 16.20, aber die, glaube ich, kommt dann erst, wenn er das macht, glaube ich, kommt die erst am Mittwoch dann halt, die 16.25. Ja? Dann würde er sich wahrscheinlich relativ schnell hochstellen, Aufwärtsgap machen, relativ starke Eröffnung machen, vielleicht sogar 8 Uhr schon starke Eröffnung machen, dann um 10 Tag rumhampeln, über den Tag dann einfach ein bisschen seitwärts rumeiern. Ne? Das wäre so die Erwartungshaltung, wenn er oben rausgeht. Und ich glaube, da könnte man sich eher die Punkte leicht auf der Long-Seite holen. Sollten wir hier aber brachialrote Kerzen kriegen und er wieder das Abwärtsgap direkt abverkaufen, und wir sehen das, dass hier rote Stundenkerzen kommen, die auf jeden Fall die vorherigen Grünen komplett auffressen, schlucken und am besten Idealfall vielleicht 2-3 Stundenkerzen mit einmal umschließen, dann darf er erstmal wieder zurückrudern und hätte hier den Kanalbruch hier, ja, als Ziel, diese... Was ist das denn hier? 700, wo war das hoch gewesen hier am Morgen? 735, ja, 735 bis 715, das wäre jetzt so ein guter Unterstützungsbereich von oben. Da würde er erstmal reinsteuern und dort muss er dann halt auch durch. Dreht er sich dort nur wieder hoch, dann macht er den Pfeil lang hier halt. Ne? Also da geht es schon ein bisschen aufzupassen. Deswegen würde ich sagen, ich will ihn jetzt nicht mehr unter 6,70 sehen, weil ich glaube, wenn er unter 6,70 geht, geht er kontern halt, ne? Dann probiert er wieder das, was er das letzte Mal gemacht hat, und dann dürfte der Kerl, Moment, ist ein bisschen verrutscht, dürfte der Kerl hier runtergehen, nochmal in die, ja, was ist das hier rein, wir machen erstmal 5,10, 5,50, na, da in den Bereich rein, und dann liegt es natürlich nah, am Folgetag könnt ihr euch jetzt schon denken, wird in der Analyse dann auch eine 4,20 wieder thematisiert und eine 3,50. Ja, also das heißt, schlägt er zum Dienstag jetzt tatsächlich einen Turnaround an, kippt sich um, es tritt nicht sehr oft auf. Nein, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, ich will von ihm halt auch wirklich harte rote Karten. Ich will sehen, dass da mehr Rot reinkommt, wie Grün reinkommt. Das muss markant sein. Wenn der nichts Markantes Rotes bringt, dann steigt er weiter. Ne? Das heißt, wenn er nur irgendwie zur Seite rumeiert und der drückt dann wieder eine längere grüne Kerze im kurzen Zeitfenster rein, also was weiß ich, M5, M15, vielleicht sogar M30, dann sind das Long-Signale halt, ne? Und dann kann man da erstmal nochmal ein bisschen versuchen, oben ein paar Punkte rauszubeißen, und das ist so eine Zielzone hier, ne? Da könnte man sagen, bis dahin hätte er durchaus das Potenzial, einfach aus dem Bruch dieser Linie heraus, ne? Hätte durchaus das Potenzial, in die Zone hier reinzustechen, ja, und sich von dort nach unten zu arbeiten. Die Verkeilungslinie ist so steil, ich glaube nicht, dass er sie erreichen kann. Wäre natürlich auch noch eine Idee, aber
Das wird er nicht hinkriegen. Dafür wurden zu oft die neuen Hochs ja abverkauft halt. Ne? Das glaube ich nicht, dass er das schaffen kann. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber würde jetzt erstmal so mit ihm planen, wie er sich sonst immer verhält auf solchen Niveaus. Und da würde ich jetzt eher denken, 49 und dann mal gucken, was dort kommt halt. Ne? Kommt da nur flach zur Seite, holte sich die 16.000, hackte uns von 15,49 richtig nach unten los, wie so ein Gestörter, weil er hier eben einen kleinen Short Squeeze machen wollte. Dann geht er von dort auch durchaus wieder bis hier runter zurück, bis zur 27 halt. Ne? Also, das ist schon, die haben wir ganz schön lange schon drinnen, die Marke, und das auch nicht ohne Grund. Die hat schon Potenzial, den zu drücken. Aber ich will rote Kerzen sehen. Solange wir da jetzt keine harten roten Kerzen jetzt hier sehen, im Zweifel ist das einfach eine Ausbruchsbewegung und die kann echt ein paar Punkte gehen und die muss auch nicht hier zu Ende sein. Der kann auch sonst wohin gehen. Erinnert euch an gestern das Bild, was ich euch aus dem Tageschart gezeigt habe, wie es aussehen kann, wenn der Markt eine Range auflöst. Ich persönlich glaube ja, er räumt jetzt hier einfach nochmal Shorts raus, ne, stoppt nochmal alles aus, was geht und dann zieht es seine lange Bewegung unten raus. Aber sollte ich mich irren? Na, darf das nicht Haus und Kragen kosten? Ja? Auch mich nicht, euch nicht. Die Positionen müssen so gestellt werden, dass man das im Risiko einfach begrenzt. Und dann so Ideen wie hier aller 50 Punkte Short gegen kaufen. Na klar kann sowas klappen. Aber wenn das nicht klappt, dann tut es halt echt auch weh. Ne? Wenn der dann 1500, 2000 Punkte oben noch rausrennt und dann einfach mal diese Herbstschwäche auslässt, weil alle schon wieder mit Delta-Variante und Lockdown und bla 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 und alle schon wieder total geil auf Short sind und dann kommt gar nichts. Da möchte ich gleich vorweg sagen, Saisonalität ist allerdings etwas, wo man immer wieder sagen kann, alle sehen es kommen und es macht da trotzdem keiner was. Ne? Das heißt, wenn der Markt dann fällt, stehen plötzlich trotzdem alle Long drin und es funktioniert einfach. Ne? Deswegen gibt es auch diese Saisonalität. Und ich achte das darauf und bin deswegen oben ein bisschen vorsichtig, falls es vielleicht doch bloß eine Finte wird, aber stückchenweise, und so kennen das auch die Jungs und Mädels bei uns im Premium-Dienst, die unsere übergeordnete Route ein bisschen kennen, ne, wo wir auch im DAX ein bisschen einen groben Fahrplan gemacht haben, habe ich auch gesagt, also wenn der oben rausgeht, dann steht es uns ja frei, kurzfristige Long-Positionen durchaus noch einzugehen. Ne, aber so auf Sicht der nächsten Wochen, Monate, glaube ich, würde ich eher Short-Signale bevorzugen. Also nicht glaube ich, das ist auch so. Ne, aber wenn hier keine kommen, und das sind keine, dann Kopf runter und im Zweifel kurzfristig einfach da noch ein paar Punkte oben rausbeißen. Es geht wahrscheinlich einfacher wie Shorts, sich rauszuholen. Ne? Ich erinnere mich noch gut an denjenigen, der hier bei uns im Chat wann war das? Freitag, ein Short nach dem anderen nachgekauft hat. Immer wieder ins Minus rein, so nach dem Motto, ich mache das ja schon immer und das klappt ja ganz gut. Ja, es gibt halt Momente, da klappt es halt einfach nicht. Und das reicht einmal im Monat, einmal im Jahr, wenn so eine Situation eintritt und die grillt dir das ganze Konto dann halt. Also, Punkt. Okay, ich glaube, wir haben da gestern sehr ausführlich drüber gesprochen. Möchte es daher nicht weiter ausnehmen. Ich glaube, wir können es deswegen daher belassen. Bleibt ruhig und stabil. Arbeitet da oberhalb von 17,20 immer wieder hoch. Na, ist der DAX durchaus gewillt, noch bis 15,49 durchgeschoben zu werden. Sehen wir aber hier direktes Abwehrverhalten aus dem Bereich um 15.800. Drückst du ihn direkt nach unten, auch gleich zum Start und der bringt hier wirklich Schwäche rein und zeigt auch an 15.27 keine Antriebsdynamik nach oben halt. Ne? Bleibt da einfach wie so ein totes Stück Fisch einfach liegen und fällt hier unten durch. Dann ist es wahrscheinlich ein Doppeltop. Ja, und dann steht auch natürlich sofort wieder ein Konter im Raum. Ne? Und das Erste, was er machen wird, ist dann hier so etwa 61% von der Bewegung zu retracen. Deswegen würde ich so eher so im Bereich um 15, ja, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber so Pi mal Auge müsste es ganz gut passen. Ja, würde das dann anlaufen, ne? Würde es dann zurücklegen auf 15, 15. Und dann wäre es wieder ein Konter und ich glaube, dass daraus dann sogar mehr werden kann. Ne, aber erst will ich sehen, dass der hier einen Doppeltop stellt. Das ist noch keins, so ist es noch keins. Er muss jetzt auch nach unten arbeiten. Kommt jetzt nur ein Aufwärtsgap, bleibt stabil und treibt weiter, dann geht das weiter, die Show. Ja, und dann im Zweifel dort halt einfach mitgehen. Ja, er ist jetzt über dem Long Trigger raus. Der hat das jetzt nicht geschafft nach unten. Ne, hat nicht mal das Mindestrücklaufziel geschafft hier, ne, wo ich gesagt hätte, also bis 600, 550 sollte er da schon gehen, um sich den Schwung zu holen. Das zeigt, dass da eher mehr, noch mehr Druck da war. Ne? Dass er genug Leute hat, die hier noch Risiko in den Markt geben, weil sie eben auf Shorts noch sitzen.
Ja, und das holt er sich da einfach noch. Das macht er. Das macht er. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, also in diesem Sinne zeigt er sich weiter oben positiv. Die 49 einplanen. Kriegt mal einen harten direkten Konter nach unten. Guckt euch die 735 bis 715 an. In dem Bereich sehr interessante Unterstützungszone. Wahrscheinlich die wichtigste des Tages am Dienstag. Und alles, was tiefer geht, auch dann so unter 670, das sieht schon ganz gut dann aus. Dann kann man auch wirklich von einem Doppeltop sprechen. Dann kann man sagen, er wurde wieder von der 15.800 wegverteidigt. Genauso wie er ja damals von der 13.800 richtig brutal auf die Nase gekriegt hat. Ne? Erinnern uns im März 2020, das war die 13.800, von der alles losging. Jetzt vielleicht die 15.800, kann auch schön werden. Aber ich will da erst das sehen. Ne? Und solange das nicht kommt, im Zweifel für den Angeklagten und dann heißt es aufwärts. Okay, damit kann man das eigentlich schön zusammenfassen. Im Tageschart haben wir jetzt eine Tageskerze, die aus der Range rausgeht. Tageskerze, die so hochgeschlossen hat wie noch nie. Aber, und da ist so ein kleines Kontergelegenheit, wir sind wieder noch nicht aus dem Band raus. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen ich schon davon erzähle oder Tage, dass der sich da wirklich mal richtig rauslehnen muss, um einfach wieder richtig die Trenddynamik aufzubringen. Ne? Das ist hier noch nicht der Fall. Das heißt, er befindet sich noch in dem normalen Schwankungsbereich der letzten 20 Tage. Ja, es ist hier einfach so. Und dreht er jetzt einfach wieder nach unten, dann wird er wieder bis zum unteren Band durchgereicht, auf Tagessicht. Ja, also der muss da wirklich jetzt oben aus dem Band raussteigen, hier auf Tagesebene. Und dann kann er da schon noch so in die, was weiß ich, 16 Tage, ach, der kann da sogar noch weiter. Ja, also da will da, auf der Ebene, wenn er hier eine Range auflöst, guck mal, das war die letzte Range, die er aufgelöst hat. Ne? Das war das letzte Seitwärtsmuster, was er aufgelöst hat. Guck mal, was er da für eine Spanne rausgemacht hat. Wir können ja einfach mal ein bisschen Maß anlegen. Vom letzten Hochweg sind das gewesen etwa 1300 Punkte. Wenn wir sagen, jetzt vom letzten Hochweg, das war ja hier auf dem Niveau, 1300 Punkte, wo der dann steht. Das ist schon noch eine ganze Menge Tobak. Könnte sogar die obere Linie hier nochmal anschlagen. Dann hätte er vielleicht doch nochmal seine Verkeilungslinie drin. Das ist aber auch eine andere, wie wir im 2-Stunden-Chart gezeichnet haben. Ne? Das ist nicht die ganz so steile. Ja, also, wir gucken mal. Ne? Oberes Tagesband auf jeden Fall interessant. Das bietet sich natürlich jetzt für einen Turnaround an, bietet sich schon Konter an, aber ich bin einfach sehr gespannt, wie der Dienstag wird, weil das sieht man so selten, dass er das zum Dienstag hinkriegt, sich zu kontern. Wenn der fällt, ja, dann Turnaround macht das sehr oft. Auch so ein Nasdaq kann sowas super gut auf einen grünen Montag, auf einen richtig grünen Montag, so eine richtig fette rote Kerze dahinter stellen am Dienstag. Die Amerikaner können das gut. DAX eher da unerfahren. Ne? Also ich würde mich freuen, wenn er mich da jetzt auch überrascht, so wie er das die letzten Tage oft getan hat. Aber wenn der über 800 bleibt, wenn der über 800 bleibt, kann man alles andere vergessen, was in der Analyse erzählt wurde. Ja, dann kann er erstmal hoch bis 49 laufen. Punkt, Ende, Schluss aus. Freunde, ich mache damit hier aus, wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.